Ich war auf einer Messe und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn ja, ihr wisst ja, mein Lifestyle ist vegan und das thematisiere ich eigentlich nicht oft, außer wenn ich natürlich koche, ist ja klar, dann ist es ja automatisch. Aber ich hatte gesehen, es gab eine Messe zu dem Themenbereich und natürlich dann zum hauptsächlich Thema Essen. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und deswegen nehme ich euch mit. Nach dem Intro geht's los. Direkt ins Video. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich stelle hier unseren definitiv kein Eierlikör vor, aus der westlichsten Brennerei Deutschlands. Dort haben wir angefangen, eine vegane Alternative zum Eierlikör zu entwickeln und den verkaufen wir jetzt hier. Ist sehr lecker cremig, hat eine super leckere Vanillennote drin, ist vegan und das, was wir mit diesem Produkt verdienen, das kommt auch noch unserem Gnadenhof zugute, wo 7 Kühe davon leben können. Ja, also die gute Nachricht ist erstmal, glaube ich, im Biomärkten findet man auf jeden Fall ganz viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und so weiter. Aber du sprichst dann so von Alternativprodukten zu Fleisch, Käse. Da ist auf jeden Fall Verbesserungsangebot da. Unser Fokus als Organisation ist tatsächlich, sind nicht die Biomärkte, weil dort sind die Menschen oft schon sehr gesundheitsbewusst. Viele Menschen dort ernähren sich auch schon sehr viel pflanzlich her. Und natürlich die meisten Menschen unserer Gesellschaft kaufen auch eher in Lidl, Aldi, Penny und so weiter ein. Und da, wo wir halt als Organisation versuchen zu sagen, da haben wir den großen Impact. Aber wenn wir das geschafft haben, ist das natürlich der nächste Schritt. Ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Produkt herzustellen und wo ist der Hintergrund genau? Also die Idee war natürlich erstmal, wenn man im Handel vor Regal steht, ist Kaffee normalerweise Deutschlands beliebteste Getränk. Und 98% der Deutschen trinken sehr gerne Kaffee. Deshalb wurde auch das Getränk als Lieblingsgetränk vor Wasser und Bier gewählt. Nur wenn ich jetzt vom Regal stehe im Supermarkt, dann finde ich nichts, der als Snack mit Kaffee schmeckt. So, und dementsprechend habe ich gesagt, wenn jetzt ein Kaffee der Lieblingsgetränk Deutschlands ist, dann muss doch ein Snack geben, der auch mal dementsprechend nach Kaffee schmeckt. Und somit wurde dann halt Coffee Kicks geboren. Welche Geschmackssorten sind bis jetzt erhältlich und welche kommen dann noch in Zukunft dazu? Also Geschmack ist ja natürlich der Coffee Kicks an sich. Wir haben natürlich dann halt zwei verschiedene Sparten. Einmal den Coffee Kicks, der so gut wie kein Koffein enthält. Das ist auch, damit auch wirklich jeder essen kann. Kinder, sowohl auch wie schwangere Damen, stillende Mütter. Dann gibt es nochmal die Sparte, dann hat die Coffee Energy Kicks. Die Coffee Energy Kicks, die gibt es dann halt auf 40 Gramm Basis, weil der 80 Milligramm Koffein enthält. Und somit, wenn man eine ganze 40 Gramm essen würde, hat man eine Tasse Kaffee getrunken, 80 Milliliter Koffein pro Erwachsenen erreicht.
Dann gibt es aber auch demnächst, was den Geschmack betrifft, auch nochmal eine Version. Das ist dann Coffee-Keks mit Chiasamen und die werden dann auch mal demnächst dann auch bei uns erstmal online erhältlich. Generell haben Sie ja schon gesagt, online, wo gibt es die noch? Also online gibt es sie auf jeden Fall jetzt schon, bezüglich jetzt auch die Chiasamen demnächst. Allerdings, wir sind jetzt kurz davor, bei Edeka gelistet zu werden. Allerdings gibt es im Hamburger Raum schon bereits einige Märkte, die dann auch mal das Produkt führen. Und weitere Märkte werden dann hoffentlich dann halt bald dazu stoßen. Was erhoffen Sie sich noch von dem Produkt in der Zukunft? Also grundsätzlich ist das Produkt für jeder, der gerne Kaffee trinkt. Also für alle Kaffeeliebhaber ist das Produkt gedacht. Und dementsprechend dadurch, dass wir im Handel ja bezüglich der Kaffee, nicht der Kaffee in Kombination mit Schokolade, weil dann wäre ja Schokolade. Wenn es nur ums Geschmack von Kaffee an sich geht, dann sind wir dann halt mit unserem Kaffeesnack aktuell Deutschlands erster Keks, der da auch mal wirklich nach Kaffee schmeckt. Und dadurch werden wir auch mal zukünftig neue Varianten kommen auch noch weiter dazu. Aber aktuell oder auch zukünftig wäre der Coffee-Keks Nummer 1 sein und auch hoffentlich auch bleiben, sodass auch mal dementsprechend für jeder, der gerne Kaffee trinkt, auch mal genießbar sein. Hallo, hier ist Mabel von Mabel Kakao. Wir herstellen Schokolade, ganz natürlich aus Peru. Und diese Kakaobohnen sind sehr speziell. Die sind unterschiedliche Genotypen. Alle unsere Schokoladen werden aus nur drei Zutaten hergestellt: Kakaobohnen, Rohzucker und Kakaobutter. Und die Unterschiede von all diesen Schokoladen sind nur die Kakaobohnen. Und diese Kakaobohnen schmecken komplett unterschiedlich. Wir sind die letzten 3 Jahre die Beste in Deutschland in Dunkelschokolade. Wir haben mehr als 24 Awards bekommen und das ist ein Frauenunternehmen. Und ich lade euch ein, dass ihr kommt und diese tolle Schokolade kennt aus Deutschland, die Beste aus Deutschland. Ich habe mir natürlich auch 1-2 Zeitschriften selber mitgenommen. Einmal die hier, die, weil ich die ganz interessant von den Bildern fand. Und einmal sowas hier, da waren 1-2 Rezepte drin. Die habe ich mir jetzt noch nicht durchgelesen, aber schaue ich einfach mal. Und jetzt kommen wir zum Highlight, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar zu dem Free-Beutel mit den Sachen, die da drin sind. Und das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwie was aus Versehen rausgenommen. Den Beutel, so sieht der aus. Da gab es auch ganz, ganz verschiedene. Ich habe jetzt den hier bekommen. Dann war einmal eine Zeitschrift drin, habe ich erst, nachdem ich die andere mitgenommen habe, war hier nochmal die gleiche drin. Dann kommen wir zu einer Sache, die hatte ich ja schon gegessen, weil ich mich sehr gefreut habe. Und zwar diese Nudeln. Das sind so eine, mehr oder weniger Fertignudeln, ganz schnell gemacht. Kennt man ja auch als nicht vegane Nudeln. Und ja, sowas zu Hause zu haben, ist eigentlich immer ganz gut. Sei es auch nur für die Arbeit oder so, mal zwischendurch, dass man was da hat. Dann waren natürlich viele Flyer drin. Dann haben wir auch nochmal einen Rabatt. Den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, dann haben wir als nächstes hier natürlich einen kleinen fruchtiger Mary Grey Schwarztee. Dann haben wir einmal ein Gewürz. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Gewürzmischung. Organic Spice Blend. Kann man eigentlich immer gebrauchen. Also nicht schlecht auf jeden Fall. Kleine Mini-Rosinen, eher so Kindersache natürlich, klar. Ich esse keine Rosinen, muss ich mal gucken, ob ich jemanden kenne, der die isst. Waren ja auch 1-2 Kindersachen, es waren auch teilweise ein paar Kinder mit dabei. Und für die dann eben. Und das Highlight ist natürlich hier einmal der Thunfisch, der vegane. Und hier seht ihr einmal die Verpackung, so sieht's aus. Muss ich sagen, eigentlich coole Sache. Man hat natürlich den einen oder anderen schon mal probiert. Und ja, bis jetzt habe ich noch keinen krassen gefunden. Den habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Das werde ich dann auch mal so die nächsten Tage oder Wochen, hält ja lange, in Angriff nehmen. Das war jetzt alles in dem Beutel drin. Das war's mit dem Video. Ihr könnt gerne liken, abonnieren und kommentieren.